Wir leben in einer Zeit gegenläufiger Dynamik. Die Klimakrise, sie spitzt sich zu und gleichzeitig gerät Klimaschutz stärker unter Druck. Eine Minderheit verhöhnt ihn gar, nutzt ihn, um lautstark und polemisch die Erzählung vom Niedergang des Landes zu propagieren. Die übergroße Mehrheit weiß aber wohl, dass der Kampf gegen die Klimakrise wichtig, ich würde sagen zukunftswichtig ist. Aber vielleicht zweifelt sie leise daran, dass er gelingen wird. Denn keine Anstrengung scheint dieser Bedrohung auch nur ansatzweise gerecht zu werden. Alles scheint zu spät und zu wenig und die Klimaziele, so die Sorge, sind ohnehin nicht zu erreichen. Und außerdem müssen dann ja noch alle anderen Länder mitmachen. Es ist eine schleichende Entmutigung zu spüren, die zu Rückzug führen kann, zu Schwarzseher oder Schwarzmalerei, in der jeder Erfolg, der errungen wird, quasi gar nichts mehr zählt. Und deshalb möchte ich hier einmal aufzeigen, was wir schon geschafft haben und in Zukunft schaffen werden. Und das ist extrem viel. Ich habe heute zusammen mit dem Präsidenten des Umweltbundesamtes die neue Klimaprojektion vorgestellt. Und zum ersten Mal überhaupt zeigen die Zahlen, Klimaschutz wirkt. Deutschland ist auf Kurs. Erstmalig, allererstmalig. Und wenn wir Kurs halten, erreichen wir unsere Klimaziele 2030. Dann schließen wir die Klimaschutzlücke. Und das mit einer Wirtschaft, die sich wieder erholt, die produziert und die wächst. Diese Zahlen, sie sind vor allem eins: eine Ermutigung. Unser Handeln macht einen Unterschied. Die Gletscher in Grönland, in der Antarktis, schmelzen in atemberaubendem Tempo. Kipppunkte des Klimasystems drohen unsere Umwelt für immer zu verändern. Und schon heute führt die globale Erderwärmung mit verheerenden Extremwetterereignissen überall auf der Welt zu massiven Einbußen an Freiheit, an Wohlstand und an natürlichen Lebensgrundlagen, im schlimmsten Fall an Leben. Auch in Deutschland spüren wir die Auswirkungen deutlich. Es geht nicht um den Schutz des Klimas. Dem Klima sind wir Menschen herzlich egal und das Klima ist letztlich das Klima. Es geht um den Schutz von Leben und Freiheit und den Schutz der Menschen. Am Ende von Menschlichkeit. Deshalb haben sich 2015 alle Staaten dieser Welt im Abkommen von Paris auf eine Begrenzung der Erderwärmung verpflichtet, um die Klimakrise beherrschbar zu machen. Beherrschbar, denn dass sie nicht stattfindet, ist ausgeschlossen. Aber wir können die Krise so eindämmen, so verlangsamen, dass wir uns als Menschen, als Menschheit anpassen können. In Deutschland folgten auf Paris erstmals gesetzliche Vorgaben zur Emissionseinsparung. 2021 dann ein wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das besagt, wir dürfen unser Leben im Hier und Jetzt nicht zulasten der Freiheit zukünftiger Generationen führen. Der Freiheit zukünftiger Generationen. Klimaschutz ist Freiheitsschutz. Dann im nächsten Schritt haben die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Koalition aus Union und SPD das Klimaschutzgesetz noch einmal verschärft. Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden und bis 2030 65% der Emissionen einsparen. Damit gab es ein Ziel, nur leider noch keinen Plan. Als ich dann 2021 mein Amt als Wirtschafts- und Klimaschutzminister übernommen habe, klaffte zwischen dem verschärften Ziel und den bisherigen Maßnahmen eine riesige Lücke, 1.100 Millionen Tonnen CO2 groß. Und es war mehr als unklar, ob wir es schaffen könnten, auf Zielkurs zu kommen. Aber wir haben die Ärmel hochgekrempelt und losgelegt in Deutschland und in Europa. Wir haben nun in allen großen Sektoren die strukturellen Weichen neu gestellt. Und das, während der russische Angriffskrieg ausbrach und wir ad hoc die Energieversorgung sichern mussten. Im Energiesektor haben wir den Ausbau der erneuerbaren Energien, der Stromnetze und der Wasserstoffwirtschaft massiv beschleunigt. Wir hatten letztes Jahr so viel erneuerbaren Strom im Netz wie noch nie. Über 50%. Und es geht weiter. Ja, es geht jetzt erst richtig los. Den Erfolg im Energiesektor sieht man deutlich in den Emissionszahlen für die nächsten Jahre. Sie gehen richtig runter. Auch in der Industrie kommen wir auf Kurs. Und zwar mit einer Industrie, die in Deutschland produziert, Wertschöpfung und Arbeitsplätze hält. Ja, der Einbruch der Produktion infolge des Krieges ist bitter. Aber wir kämpfen uns zurück. Die Energiepreise, sie sinken nun und wir haben die wesentlichen Dinge aufs Gleis gesetzt. Es gibt mit dem ambitionierten Emissionshandel ein marktwirtschaftliches Steuerungsinstrument für Klimaschutz. Wir unterstützen die Industrie mit Klimaschutzverträgen, die Stahlstandorte werden grünen Stahl herstellen. Dekarbonisierung durch Erneuerung der Industrie, das haben wir angeschoben.
Im Gebäudebereich haben wir gemerkt, wie gefährlich die starke Abhängigkeit von Gas sein kann und wie teuer sie uns zu stehen kommt. Putin hat Energie als Waffe eingesetzt und die Preise in die Höhe getrieben. Mit dem Gebäudeenergiegesetz haben wir jetzt ein klares Signal gesetzt, damit wir hier unabhängiger und klimaneutral werden. Ja, das Gesetz, es war umstritten wie bisher kein anderes in der Legislaturperiode. Ja, es gab und gibt viele Befürchtungen und die wurden auch genutzt, um gegen Klimaschutz insgesamt zu mobilisieren. Ich habe in der Debatte viel gelernt und jetzt am Ende steht ein Gesetz, das wirkt. Das Menschen Zeit lässt und so viel Freiheit und Technologieneutralität wie möglich einräumt, das begleitet wird von einer starken sozialen Förderung. Aber den Erfolg des Gesetzes kann man in den Projektionszahlen nun deutlich sehen. Und im Verkehrsbereich haben wir uns in Europa auf einen Ausstieg aus dem fossilen Verbrennungsmotor bis 2035 verständigt. In Deutschland sind wir dabei, die Modernisierung der Deutschen Bahn mit viel Geld, schnelleren Verfahren und einer neuen Konzernstruktur voranzutreiben. Auch da kommen wir voran, auch wenn hier im Verkehrsbereich noch viel zu tun ist. Hier hinkt die Dynamik ein bisschen. Auch damit sich die Automobilwirtschaft erfolgreich modernisiert, muss hier mehr passieren. Die neue Prognose des Bundesumweltamtes für 2030 zeigt insgesamt deutlich, die Arbeit lohnt sich. Die Lücke von 1.100 Millionen Tonnen, wir haben sie mit Maßnahmen geschlossen. Und jetzt müssen wir die Dinge weiter ins Werk setzen. Das ist ein Erfolg. Ein Erfolg, den uns niemand zugetraut hätte. Uns? Ja, es ist ein Erfolg von euch, von Ihnen, von uns allen. Sehr viele Menschen und Unternehmen im Land leisten Klimaschutz ganz konkret. Und es ist ein Erfolg, der vor allem jungen Menschen, die in den letzten Jahren auf die Straße gegangen sind und für mehr Klimaschutz eingetreten sind. Es war euer Engagement, das die Ausgangskraft für diesen Fortschritt geschaffen hat. Und wenn wir ein bisschen Abstand nehmen vom politischen Alltag und dem Hickhack der Parteien, dann muss man auch feststellen, dass dieser Erfolg auch parteipolitisch viele Mütter und Väter hat. Es war eine CDU-Kanzlerin, die das Ziel 65% Emissionsminderung gesetzlich verankert hat. Es war eine CDU-Kommissionschefin, die mit dem Green Deal in Europa die Weichen gestellt hat. Und es war in der Bundesregierung ein Gemeinschaftswerk aus FDP, SPD und Grünen, das diese Fortschritte in der Realität ermöglicht hat. So, nun, wie geht's weiter? Vor allem heißt es Kurs halten, nachdem wir auf Kurs gekommen sind. Kurs halten. Es hat viel Kraft gekostet, dass wir uns als Gesellschaft auf diesen Rahmen und die zentralen Maßnahmen einigten. Niemandem wäre mit einem Zickzackkurs geholfen. Der Rücknahme wie ständig neuen Maßnahmen. Im Gegenteil, es braucht nun Verlässlichkeit und Planungssicherheit, Ruhe und Beharrlichkeit. Dann können die Unternehmen, dann können die Bürgerinnen und Bürger ihre Kraft und ihre Kreativität in diesem neuen Rahmen einbringen. Als Regierung müssen wir dafür sorgen, dass die Dinge nun auch wirklich klappen. Damit wir 2030 das Gelingen tatsächlich feiern können, wir müssen einfach am Ball bleiben. Lasst mich abschließend drei grundsätzliche Dinge sagen. Erstens, wir sollten nicht puristisch sein. Klimaschutz ist keine Religion, sondern eine Notwendigkeit für eine Chance. Dies sind die Jahre des Pragmatismus. Machen, was wirkt, tun, was funktioniert, lernen, um besser zu werden. Deshalb spielen zum Beispiel blauer Wasserstoff und C2S auch eine Rolle. Und wir rücken die Kosteneffizienz stärker in den Blick. Völlig zu Recht. Wir bauen in kurzer Zeit viel, sehr viel auf und um. Das kostet viel. Machen wir es so günstig wie möglich. Zweitens. Klimaschutz muss mit sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Erneuerung einhergehen. Zu Recht rechnet die Projektion mit kontinuierlichem Wirtschaftswachstum und einem klimaneutralen Industriestandort. Klimaschutz braucht mehr wirtschaftliche Dynamik, daran arbeiten wir, genau wie an der sozialen Ausgestaltung. Und schließlich drittens, den menschgemachten Klimawandel in den Griff zu bekommen, gehört zu den schwierigsten Herausforderungen, die die Menschheit je hatte. Wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, müssen wir ihn auf klimaneutraler Grundlage erneuern. Das ist ein langer Weg, aber wir können es. Und dieser Tag ist auf diesem langen Weg ein Etappensieg im Kampf gegen die Klimaerwärmung. Und darauf können wir alle miteinander kurz ein bisschen stolz sein. Dieser Tag, er ist ein Tag der Bestätigung, es ist ein Tag der Ermutigung.